Moin, hier ist der Jost von der Place Dip Europe und heute schauen wir mal dabei zu, wie ein Auto wirklich von A bis Z komplett gedippt wird. Also von der Vorbereitung komplett bis zum fertigen Ergebnis und ich finde, das sieht schon mal ganz schick aus und das schauen wir uns gleich mal in Ruhe an. Es gibt tatsächlich schon eine Menge Videos im Netz, wie so Autos gedippt werden, aber kaum eins so richtig auf Deutsch und wirklich kaum eins, was zeigt tatsächlich von der Vorbereitung bis zum fertigen Ergebnis, wie alles gemacht wird. Das wollen wir heute mal nachholen. Wir gucken, wie gesagt, den Kollegen von der Place Dip Academy über die Schulter. Wenn ihr bei uns schon mal bestellt habt, kennt ihr ja diesen Flyer und da sind so 6 Schritte drin gezeigt, wie man so ein Auto tatsächlich auch dippen kann. Also vorbereiten und abkleben, reinigen, Farbe anmischen, das Ganze sozusagen das Basecoat auftragen, dann den Effekt fertig machen, zum Schluss möglicherweise noch einen Topcoat wie einen Glanz drüber und das Ganze zurückrüsten. Und diese 6 Schritte, die schauen wir uns jetzt Stück für Stück im Video an. All die Produkte, die wir jetzt in dem Video sehen, haben wir auch bei uns im Place Dip Shop online. Also Place Dip entweder als Konzentrat oder als sprühfertig. Nachher kommt ein Effekt oben drüber, wo die Metallpigmente drin sind. Da haben wir beispielsweise Metallizer oder aber ihr tragt das Ganze mit dem Trockenpigment wiederum im Clear auf. Und zum Schluss kommt entweder nochmal ein Matt oder aber ein Glanz-Topcoat oben drauf. Wir haben gesagt, wir fangen von Anfang an. Also lasst uns direkt reinspringen in das Video. Gucken wir mal den Kollegen von der Plastic Academy über die Schulter, wie die das ganze Auto abgeklebt haben. Und da sieht man, es sind ja nur die Scheiben abgeklebt. Und das auch relativ grob. Ich halte das Video hier mal ganz kurz an. Und man sieht, das Gummi hat ein bisschen Luft. Warum ist das so? Das ist relativ einfach. Wenn ich das Ganze nachher abziehe, habe ich nicht die harte Klebekante direkt auf dem Lack und habe möglicherweise dort eine Kante im Dip drin. Und auf die Art und Weise, weil ich es eben auch nochmal im trockenen Zustand abziehen kann, sieht das Ganze nachher besser aus. Schauen wir mal weiter. Auch der Spiegel ist nur grob eingeklebt und dann geht es nach einer Stunde Vorbereitungszeit etwa auch schon direkt rein in die Kabine. Im nächsten Arbeitsschritt wird das ganze Auto tatsächlich nochmal ein Stück weit eingepackt, also hier beispielsweise mit Packpapier an den Rädern und dann fangen wir auch an, das Auto zu entfetten. Dafür schlage ich vor, entweder einen Silikonentferner oder aber den Plastidip-Verdünner kurz und das Auto am besten zweimal komplett abwischen und regelmäßig wirklich mit Verdünner abziehen. Und das Ganze empfehle ich tatsächlich auch zweimal zu machen, damit auch wirklich die letzten Fingertapsen, wo noch so ein bisschen Fett dran sein könnte, wirklich runterkommen und tragt am besten Handschuhe dabei. Im ersten Schritt tragen wir ein schwarzes Basecoat auf. In unserem Video wird das Material dazu erstmal verdünnt. Das heißt also, wir nehmen Plastidip-Konzentrat, verrühren das 1:1 mit dem Verdünner. Was wir nicht haben, kommt in die Galone zurück und der Rest kommt sofort in die Sprühpistole rein und dann werden die ersten Schichten gesprüht. Bevor wir aber anfangen zu sprühen, werfen wir noch mal ganz kurz einen Blick bitte bei uns in die technischen Dokumente. Ich habe das hier unter dem Video noch mal verlinkt. Also die Anwendungshinweise für Sprühpistolen. Und wir werden ja relativ häufig gefragt, was nehmt ihr für eine Pistole? Da kann ich wirklich sagen, empfehlen wir eine Markenpistole. Also beispielsweise Iwata oder aber eine Sata oder die Vilbis. Es gibt Markenpistolen schon für Einsteiger ab 100 Euro etwa aufwärts. Nehmt bitte nicht irgendwas, was billiger ist. Dann werden wir häufig gefragt, was für eine Düsengröße wir empfehlen können. Also haben wir reingeschrieben, Düsengröße 1,5, 1,6, geht auch eine 1,8. Der Düsedruck etwa zwischen 1,4 und 1,8 bar. Wenn man zu viel Druck aufbaut, wird das Ergebnis nicht besser, sondern das Ganze wird so ein bisschen eben rau und uneben und kriegt zu viel Textur. Also wenn man das hat, ein Stück weit mit dem Druck runter. Wenn man gröber beschichten will für Industriebeschichtung, kann es auch eine gröbere Düse sein. Aber wenn wir uns hier im Kfz-Bereich bewegen, ist die 1,8 der Düse wirklich das Maximum. Wer unbedingt ein Sprühsystem von Wagner oder Erlex einsetzen möchte, dazu erzähle ich am Schluss noch ein bisschen was. Die erste Schicht, die jetzt gedippt wird, das wird tatsächlich nur so eine leichte, genebelte Schicht, um so ein bisschen Haftgrund auf das Auto aufzutragen. Und da sieht man, das Ganze tatsächlich sieht eher aus wie ein Grau, aber das muss mit der ersten Schicht noch gar nicht so decken. Das deckt wirklich erst ab der dritten Schicht. Wir sehen hier mal die zweite Schicht wirklich Stück für Stück aufgetragen. Auch da liegt der Trick darin, dass das Ganze Streifen für Streifen aufgetragen wird. Immer jeweils im Versatz, dass eine halbe Schicht
überlappend aufgetragen wird. Nur so verhindert man, dass nachher irgendwelche Streifen im Material zu sehen sind. Und man sieht, nach der dritten Schicht sieht das Schwarz an sich schon ganz ordentlich aus. Und da könnte man jetzt denken, okay, ich will mein Auto vielleicht nur schwarz-matt haben, dann bin ich hier fertig. Bitte mindestens 6 Schichten, wenn ihr das Auto auch nur in schwarz-matt haben wollt, auftragen. 4 Schichten als Basis nehmen dafür, wenn man das Material tatsächlich nachher mit Metallic-Effekt versehen will. Dann ist nämlich der nächste Schritt, dass wir das Ganze ein Stück weit trocknen lassen nach den 4 Schichten Basis. Und dann kommen wir jetzt mal zum Color-Shift-Effekt. Das ist ein Metallpigment, das wird mit etwa 10 Gramm pro Liter eingemischt. Das heißt abwiegend, dann wird das Ganze als Trockenpigment eingestreut und hinterher schließlich eingemischt. Das kann geschüttelt werden, das kann gerührt werden. Wichtig ist, das Ganze kurz entspannen lassen, 5 Minuten maximal, und dann geht das auch schon aufs Auto rauf. Auch hier mindestens 2 Schichten, besser 3 Schichten von dem Color Shift Pigment Effekt auftragen. Und auch hier sieht man wieder sehr schön, das Ganze wird überlappend aufgetragen, damit wir eben keine Streifen reinbekommen. Und ich muss sagen, das Ganze sieht auch schon als Matt-Effekt verdammt gut aus. Zum Schluss kommt noch ein Topcoat drüber. Mindestens eine Schicht transparent, besser 2. Wer will, kann das Ganze auch in Glanz machen, beispielsweise mit einem Gloss oder einem High-Gloss. Das gibt noch so ein bisschen mehr Kontrast und ja, gibt auch ein bisschen mehr Metalleffekt-Tiefe. Und man sieht, auch hier sind die Kollegen wieder dabei und tragen das wirklich eine Sprühschicht nach der anderen auf, immer jeweils zur Hälfte überlappend, damit wir nachher das Ganze schön sauber haben und keine Streifen reinkriegen. Wichtig ist, das Ganze nicht genebelt, sondern wirklich schön nass, dass das Plastidip Gloss auch wirklich nass oben auf dem Auto oben drauf steht. Ja, und wenn wir damit fertig sind, dann legen wir eben nicht die Hände in den Schoß und betrachten das schöne glänzende Ergebnis, sondern danach wird zurückgerüstet. Also Stück für Stück werden jetzt wieder unsere Klebefolien entfernt. Und man sieht, das funktioniert, wenn es feucht ist, relativ gut. Also etwa 10 Minuten warten und dann kann man schon anfangen, das Material zurückzurüsten. Und man sieht, an den Kanten trennt sich das Plastidip sehr gut auf. Und wenn noch Reste über sind, die beispielsweise in den Kanten sich verstecken, kann man die später auch noch mit einer Pinzette rausziehen, weil das Plastidip bildet so Sollbruchstellen an den Kanten, wo man das wunderbar entfernen kann. Sieht man hier eben auch sehr schön an der Lampe. Also die Lampe haben wir nicht abgeklebt, sondern die ziehen wir jetzt einfach runter. Das geht deutlich schneller, als wenn man das vorher aufwendig abklebt. Und jetzt sieht man hier eben auch das Geheimnis, warum wir vorhin das Auto nicht komplett abgeklebt haben an den Gummis, sondern ein Stück weit in die Gummis reingegangen sind mit dem Dip, weil ich das hinterher wunderbar ablösen kann. Der Rest legt sich wunderbar drumherum und ich kriege ein sauberes Ergebnis, keine harten Kanten. Und das gibt ein sehr schönes Lackbild, muss man sagen, und einen sehr schönen Effekt auch im Glanz. Jetzt sind wir fertig. Ich habe gesagt, man kann das Ganze möglicherweise auch mit einer Oerlix und einer Wagner machen. Dann allerdings aber auch nur in matt. Also bis zu dem Effekt, wo ich es matt gehabt habe, kann ich das wirklich als Do-it-yourself-Projekt auch in der eigenen Garage mit Wagner und Oerlix machen. Kann ich wirklich problemfrei empfehlen. Wenn man in den Glanz reingehen will, muss ich sagen, ist tatsächlich eine Lackierpistole das Mittel der Wahl. Und dann braucht man auch eine Umgebung, die so ein bisschen staubfreier ist. Ich habe euch nochmal ein Video hier mitgebracht. Wir haben das Ähnliche gemacht mit unserem Plastidip Tesla. Da das Ganze mal auch wieder in der Schulung mit dem Arctic Fire Effekt. Das ist auch ein Color Shift Effekt. Und ich muss sagen, auch der Effekt gefällt mir verdammt gut. Zum Schluss noch ein Hinweis. Die Kollegen haben ja in dem Video so eine Atemschutzmaske getragen. Entweder von 3M oder von Gerson. Die kosten jeweils so zwischen 20 und 30 Euro mit A1 oder A2 Filtern, je nachdem. Und so ein Satz Filter kostet jeweils, wenn man ihn austauscht, nochmal etwa 10 Euro. Das sollte euch eure Gesundheit wert sein. Also pro Auto braucht ihr ungefähr einen Satz Filter. Ich verlinke euch die ganzen hier nochmal unter dem Video. Was ich ebenfalls noch verlinke, ist das Dokument mit den Anwendungshinweisen zu den Sprühpistolen. Und die Produkte bei uns aus dem Shop. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Like da. Das freut nicht nur mich, sondern auch die Kollegen hinter der Kamera. Abonniert den Kanal, dann seht ihr, wenn wir wieder ein paar neue Tipps und Tricks und neue Produkte haben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Bis bald.